Hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur heutigen Klasse. Wir kümmern uns heute so ein bisschen um die T-Spine, die Thoracic Spine, also die Brustwirbelsäule. Ja, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall ein Bereich im Körper, der oft sehr verspannt ist, vor allem wenn wir viel sitzen über den Tag und auch so ein bisschen tendenziell die Schultern eher nach vorne haben, ein bisschen rund werden da. Also heute geht es darum, diesen Bereich schön zu öffnen, zu mobilisieren, aber auch insgesamt die Rückenmuskulatur zu stärken. Du brauchst heute für die Klasse einen Pilatesball und einen Yoga-Block und wir starten direkt in der Rückenlage. Den Block kannst du erstmal zur Seite nehmen, aber hab den Ball so in der Nähe, dass du ihn direkt nach hinten platzieren kannst, da du jetzt deine Schulterblätter auf den Ball ablegst. Also wir gehen erstmal so ein bisschen in eine schöne Öffnung. Die Füße sind aufgestellt, du kommst auf die Unterarme, finde hier eine Position, wo du merkst, okay, Schulterblätter haben den Kontakt zum Ball. Und dann bring die Hände hinter deinen Kopf, die Ellenbogen zueinander und lass jetzt den Kopf für einen Moment wirklich los, sodass du dich richtig schön hier öffnen kannst im Brustbereich. Vielleicht für den Anfang lass die Ellenbogen noch nah an den Schläfen. Und vielleicht magst du dich erstmal hier so ein bisschen einfinden in der Position, dich ein bisschen bewegen. Schöne Öffnung hier von dem Bereich. Vielleicht bringst du auch die Ellenbogen zu den Seiten. Und hier vorne auch noch so eine schöne Öffnung zu bekommen. Vielleicht fühlt es sich sogar ganz gut an, den Kopf komplett abzulegen, wenn das für den Nacken okay ist, die Arme sogar hinter Kopf zu bringen. All das sind jetzt gerade für dich Optionen. Du kannst aber auch gerne die Hände verschränkt lassen und auch den Kopf ein bisschen anheben, wenn das zu viel sein sollte für den Nacken. Atme dich hier nach oben in diesen ganzen Brustkorb, auch in die Seiten, auch nach hinten, zu den Schulterblättern. Wir bleiben noch für zwei tiefe Atemzüge. Atme gerne durch den geöffneten Mund aus. Gut, und dann verschränke von hier die Hände wieder hinter den Kopf, bring die Ellenbogen zueinander und helf mit dem Kontakt deiner Hände den Kopf aufzurichten, sodass du wieder auf die Unterarme kommen kannst. Und dann greif dir deinen Ball, bring den zwischen die Oberschenkel. Füße haben den Kontakt zum Boden. Wir gehen von hier in die Low Bridge. Unterer Bauch ist fest, Po-Muskulatur wird aktiv, wenn du jetzt abhebst in die Low Bridge. Und wir beginnen hier einfach ein bisschen zu pulsieren, öffnen hier vorne so ein bisschen die vorderen Hüften, schaffen hier ein bisschen Länge durch die Aktivierung der Po-Muskulatur. Lass die Schulterblätter ganz entspannt. Alles kommt hier aus deiner Mitte. Find diesen Kontakt auch zum neutralen Becken. Großzehballen schieben in den Boden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Halte nochmal für einen Moment in der Low Bridge. Vielleicht presst du noch so ein bisschen kräftiger mit den Innenseiten der Oberschenkel in den Ball. Und dann komm langsam zurück zum Boden. Rollwirbel für Wirbel über die Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und dann Kreuzbein zurück. Greif dir jetzt den Ball. Bring die Beine nach oben Richtung Decke. Wir gehen in das Warm-up der Abdomen. Der untere Bauch bleibt fest. Du bringst den Ball direkt hier zu deinen Beinen, stellst einen Kontakt her. Atme ein, ausatmen, schieb das Kreuzbein in den Boden, heb die Schultern ab und dann roll mit dem Ball ein bisschen weiter nach oben. Halte hier, einatmen und lösen. Ausatmen, komm nach oben. Halte, einatmen, lösen. Ausatmen, komm wieder nach oben. Die Knie können gerne gebeugt bleiben. Und dann löse auf. Wir gehen nach oben, atme aus. Bleib hier und pulsiere auf. 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen und lösen. Wir machen das Ganze noch dreimal. Ausatmen, komm nach oben. Und 5, 4, 3, 2, 1.
Einatmen und lösen. Zweimal mehr ausatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen und lösen. Letzte Runde. Ausatmen, komm nach oben. Und 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen und lösen. Lass die Beine noch für einen Moment gestreckt. Bring jetzt die linke Hinterhand zum Kopf. Ellenbogen, linker Ellenbogen kommt zur Schläfe. Der Ball kommt jetzt zur Seite. Du lässt die rechte Hand auf den Ball. Atme hier ein. In der Ausatmung komm nach oben. Und jetzt roll mit dem Ball ein bisschen zur Seite, also in so eine Seitbeuge und komm zurück. So, du rollst hier ein bisschen weiter. Und zurück. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Center, Wechsel, einatmen, lösen. Die rechte Hand kommt zum Hinterkopf, Ellenbogen eng zum Kopf. Atme hier ein, ausatmen, komm nach oben und Seitbeuge. Und 5, lass das linke Schulterblatt gehoben. 3, 2, 1, Center, lösen. Wir wechseln noch einmal. Linke Seite, verschränkt die linke Hand, Ellenbogen am Kopf. Atme ein, ausatmen, komm nach oben. Unterer Bauch ist fest, Seitbeuge rechts, rechts, rechts. 3, 4, 5, einatmen, lösen, Wechsel. Rechte Hand zum Hinterkopf, Ellenbogen. Ausatmen, komm nach oben und Seitbeuge links. Und links. 3, 2, 1. Und dann löse auf, stell die Füße für einen Moment zum Boden, bevor du dann einfach mit zusammen mit dem Ball hier auf die rechte Seite rollst. Du kommst auf den rechten Unterarm und zwar so, dass der Ellenbogen auf einer Höhe ist mit der Schulter. Deine Knie sind gebeugt. Unterer Bauch ist fest. Achtung, wir gehen jetzt in diagonale Reaches. Die linke Hand ist auf dem Ball. Du atmest hier ein und in der Ausatmung ziehst du den Ball weit nach vorne und nimmst den Oberkörper mit. Einatmen, zurück. Ausatmen. Einatmen. Schieb kraftvoll in den Unterarm. Und Center. Zweimal mehr. Zieh dich lang zurück. Wir machen das nachher auch im Flow. Deswegen jetzt hier so eine kleine Einführung in diese Bewegung. Letztes Mal. Zieh dich lang nach vorne, schieb die Hüfte gleichzeitig zurück. Ah. Und dann komm zurück. Wir gehen zur anderen Seite. Auf die linke Seite, landest auf dem linken Unterarm, Knie sind gebeugt. Unterer Bauch ist fest, schieb kraftvoll in den Unterarm, sodass du hier nicht in den Rippen hängst. Also alles ganz aktiv im Oberkörper. Atme hier ein und in der Ausatmung. Werde lang, einatmen, Center und aus und Center. Fünfmal mehr. Zieh dich richtig lang. Schöne Dehnung für die Körperseite mit einer Rotation in der Wirbelsäule. Noch zwei. Letztes Mal und dann komm zurück. Gut. Wir gehen von hier auf die Unterarme und dafür kannst du den Ball für einen Moment zur Seite nehmen und fokussieren nochmal so ein bisschen diesen Bereich zwischen den Schulterblättern. Du kommst hier auf die Unterarme, Füße sind aufgestellt und jetzt versuch mal den Fokus erstmal komplett zu den Schulterblättern zu bringen. Und jetzt stell dir vor, dass der Bereich zwischen deinen Schulterblättern sich anhebt. Du also hier so ein bisschen diesen ganzen vorderen Brustbereich öffnest. Oh. Und dann löse auf und werde rund zwischen den Schulterblättern und lass wirklich die Schulterspitzen hier nach vorne kommen. Lift. Brustkorb öffnet sich. Und release. Ein paar Mal mehr. Und release. Die letzten. 3. 2. Öffne dich hier. 1. Letztes Mal. Und release. Gut.
Bleib hier, komm aber auf deine Hände. Du kannst gerne die Hände so ein bisschen hier nach außen drehen. Öffne die Füße ein bisschen weiter. Wir gehen in so eine Scheibenwischerbewegung. Rechts, links. Bisschen Mobilisation hier für die Hüftgelenke. Noch ein paar Mal mehr. Brustkorb ist hier schön geöffnet. Achtung, wir gehen jetzt hier noch in eine Bewegung dazu. Das heißt, das nächste Mal, wenn du die Knie nach rechts bringst, dreh den Oberkörper mit. Zieh dich lang mit dem linken Arm und dann komm zurück. Wechsel. Rechts. Zieh dich lang in die Rotation und Center. Und zieh dich lang. Gut. Zweimal mehr jede Seite. Einmal mehr. Rechts, links. Zieh dich lang. Gut, letztes Mal. Ah. Und dann komm zurück. Wir gehen zum Anfang der Matte. Du nimmst deinen Ball mit. Du hast den Block vorne am Mattenrand, sodass du den Griff bereit hast. Und wir starten in Tadasana. Du bringst den Ball von hier zwischen deine Oberschenkel, also was wir eben auch am Boden gemacht haben, und stellst die Füße so auf, dass du einen guten Kontakt hast. Großzehballen, Kleinzehballen, Ferse. Po-Muskulatur ist aktiv und jetzt setz dich von hier zurück, als ob du dich auf den Stuhl setzt, kommst also hier in Utkatasana. Die Hände landen auf dem Oberschenkel. Wir gehen hier in eine Katze-Kuh-Bewegung. Du ziehst in der Einatmung die Wirbelsäule richtig, richtig lang und in der Ausatmung Fokus auf die Schulterblätter, werde rund. Wir kommen also hier in der Einatmung in eine Retraktion. Schulterblätter ziehen zueinander, ausatmen, werde rund. Mobilisierung hier für Tiefspine, atme ein. Und aus. Dreimal mehr tief ein. Und aus. Noch zwei. Bleib tief, Knie sind gebeugt. Letztes Mal. Achtung von hier, in der nächsten Einatmung, greif dir den Ball, geh mit dem rechten Fuß zurück in einen Low Lunge. Die Zehen sind untergestellt, du richtest dich auf. Rechte Po-Muskulatur ist aktiv. Greif dir den Ball, zieh die Arme richtig, richtig lang. Halte den unteren Bauch fest und jetzt Twist nach links. Und Center, aus dem Brustkorb. Twist und Center. Dreimal mehr. Twist, Center. Noch zwei. Letztes Mal. Gut, Achtung von hier, bring den Ball jetzt an die Seite, rechte Hand hat den Kontakt, streck den linken Arm nach oben, Sidebend und Lift, Side und Lift. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins, du richtest dich auf, kommst nach unten auf die rechte Seite. Wir gehen in unsere Diagonal Reaches, landest auf dem rechten Unterarm und dann bringst du den Ball hier wieder zur Seite und dann Reach und Center, Reach und Center. Noch drei, zwei, eins. Komm zurück. Achtung, wir gehen in die Brettposition. Push-ups. Entweder die Knie gestreckt lassen oder bring die Knie zum Boden. Und wir gehen. Lower. Ellenbogen beugen nach hinten und lift. Lower und lift. Zieh das Brustbein lang. Halte den Kopf in Position. Zweimal mehr. Gut, letztes Mal. Lower. Bauchlage. Achtung, bring den Block vor dir zum Boden und zwar so, dass du die Arme auf den Block bringst. Die Arme sind durchgestreckt. Lass für einen Moment den Kopf los. Fokus kommt zum unteren Bauch, der wird ganz fest. Po-Muskulatur wird fest. Achtung von hier, heb jetzt die Beine an und dann heb den Kopf. Löse deine Hände, zieh die Ellenbogen nach hinten und dann reach. Zieh nach hinten und reach. Noch fünf. Vier, halte den Kopf in Position. Drei, unterer Bauch fest, schieb das Schambein in den Boden. Letztes Mal.
Gut, Hände landen neben der Brust, stell die Zehen unter. Kobra in der Einatmung und in den Down Dog in der Ausatmung. Einen Atemzug hier. Lass den Kopf ganz entspannt. Und dann geh mit zwei Schritten nach vorne. Wir gehen zur anderen Seite. Richte dich auf, bring den Ball zwischen die Oberschenkel. Squeeze. Setz dich tief, Hände landen auf die Oberschenkel. Und wir gehen in die Katze-Kuh. Atme ein. Für die Länge ausatmen, werde rund. Achte auf die Schulterblätter. Das ist der Bereich, den wir hier mobilisieren wollen. T-Spine. Zweimal mehr. Retraction in der Einatmung. Protraction in der Ausatmung. Atme hier ein, bleib hier, löse den Ball. Wir gehen in den Low Lunge. Linkes Bein geht zurück. Knie zum Boden, Zehen sind untergestellt. Greif dir den Block, rechte, linke Po-Muskulatur aktiv, streck die Arme, atme ein. Ausatmen in den Twist und Center. Twist und Center. Noch drei. Zwei. Eins. Center, bleib hier. Die linke Hand landet mit dem Ball an der Körperseite. Streck den rechten Arm nach oben. Zieh dich nochmal lang. Atme ein, ausatmen, side, beuge. Und Center. Side und Center. Linke Po-Muskulatur, ganz, ganz aktiv. Schieb den rechten Fuß in den Boden. Vielleicht ziehst du den Fuß sogar ein bisschen energetisch zurück, um noch mehr Aufrichtung zu bekommen. Noch mehr Öffnung in der linken Seite. Letztes Mal. Komm nach oben, Achtung von hier. Wir gehen in die Seitlage, in unsere Reaches, linke Seite. Knie sind gebeugt. Zieh dich lang und Center. Reach und Center. Noch drei. Zwei. Eins. Komm zurück. Wir gehen in die Brettposition für die Push-Ups. Vielleicht die Knie gestreckt oder am Boden. Five. Four. Three. Two. Letztes Mal. Und dann komm von hier in die Bauchlage. Du streckst die Arme richtig, richtig lang auf den Block. Lass den Kopf für einen Moment los. Zieh dich noch ein bisschen länger. Po-Muskeln aktiv, unterer Bauch fest. Heb den Kopf, heb die Beine. Löst die Arme und dann Ellenbogen zueinander und reach. Beugen und strecken. Five. Four. Three. Two. One. Bleib hier. Kobra in der Einatmung. Und wir gehen zurück in den Downward Facing Dog in der Ausatmung. Oh. Gut. Okay, dann wander von hier mit den Händen zurück zu deinen Füßen. Komm mit nach unten, Wirbelsäule nach oben. Richte dich auf. Greif dir hier nochmal deinen Ball. Und wir beenden unseren kleinen Flow mit ein paar Spinal Cars. Fokus wieder auf der Brustwirbelsäule. Du presst den Ball hier in die vorderen Rippen. Gibst dir hier so einen kleinen Hack. Und die Knie gerne ein bisschen gebeugt lassen. Unterer Bauch fest. Twist nach rechts. Vorbeuge. Roll nach links. Komm nach oben. Und Circle. Und Circle. Gut. Einmal mehr, bevor wir die Richtung wechseln. Richte dich auf und dann links in die Flexion, Extension in der Aufrichtung. Gut. Zweimal mehr. Und dann richte dich wieder auf. Sehr, sehr schön. Gut. Letztes Mal hier zum Boden für eine kleine Endentspannung. Nochmal mit dem Ball. Leg dich zurück. Füße sind aufgestellt. Ball kommt zu den Schulterblättern. Verschränk die Hände hinter dem Kopf.
Und erlöse. Oh. Bring die Ellenbogen nochmal zu den Seiten. Vielleicht legst du den Kopf ab, vielleicht bringst du die Arme zu den Seiten. Und entspannst hier noch für ein paar Atemzüge. Wenn sich das gar nicht gut für den Nacken anfühlt und du Lust hast, dich noch ein bisschen mehr zu bewegen, dann kannst du auch einfach hier nochmal so ein bisschen in Seitbeugen gehen. Vielleicht das Kinn zu dir ranziehen, den Kopf nochmal nach hinten lösen. Also alles, was sich jetzt gerade hier richtig gut und richtig für dich anfühlt, um nochmal ganz bewusst hier eine schöne Öffnung zu bekommen im Brustkorb. Bleib einfach noch einen kleinen Moment in dieser Position und ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.